erst mit einem anderen Oberbürgermeister. Als Ministerpräsident Michael Kretschmer am vorigen Freitagvormittag die Treppe zum derzeitigen Haupteingang des Klinikums in Görlitz herunterlief, hatte er gleich zwei Termine in diesem Haus vor sich. Zunächst gratulierte er dem Team der Station A1 zum ersten Platz des Pflegeprofi-Wettbewerbs in Sachsen. Darüber wird die Lausitzwelle in Kürze umfangreicher berichten. Danach überreichte der Ministerpräsident einen Fördermittelbescheid über 2,78 Millionen Euro. Das Geld ist für die Anschaffung eines zweiten Linksherzkatheter-Messplatzes bestimmt. Mit diesem Gerät können Herzkranzgefäße untersucht werden. Herzinfarktpatienten können damit schnellstmöglich medizinisch versorgt werden. Das Gerät ermöglicht auch strukturelle Eingriffe am Herzen. Ab September nächsten Jahres soll der neue Messplatz einsatzbereit sein, um damit etwa 1500 Patienten jährlich behandeln zu können. Gute Preise rausholen.